Ja, in der nächsten, hoffentlich Stunde, wird es um das Thema Git Goodies gehen. Ist ja erstmal ein sehr abstrakter Titel. Prinzipiell ist es eine Ansammlung letztendlich von ein paar Themen, wo ich davon ausgehe, und die vergangenen Vorträge haben das in der Regel auch bewiesen, von irgendwelchen Möglichkeiten, die ich mit Git habe, die den meisten, sage ich mal, Standardanwendern eher nicht so bekannt sind oder vielleicht nicht so ganz im Detail bekannt sind. Ja, der Vortrag ist ausgelegt so auf ungefähr 6 Stunden in einer schnellen Variante. Dementsprechend wäre heute Abend schon irgendwie fort auf Social Event zu gehen, da muss ich euch leider enttäuschen, die Türen werden jetzt dann nachher zugesperrt. Also ich denke mal, wir kriegen das hin. Bislang bin ich meistens bei so 2 Stunden geblieben, wenn ich mich geschickt habe. Vielleicht kriegen wir es heute noch ein bisschen schneller hin. Zu meinen eigenen Hintergründen. Ich arbeite in Nürnberg, so in dem südlichen Teil von Deutschland, bei einem IT-Dienstleister namens Timix GmbH, die so hauptsächlich im Bereich Storage-Systemen, Virtualisierung und eben auch diversen Open-Source- und Linux-Themen unterwegs sind. Git wird da letztendlich intern auch so ein bisschen eingesetzt, hauptsächlich halt als Mittel zum Zweck und eigentlich auch erst seitdem ich da bin. Das ist aber alles nicht so wild. Ich selbst beschäftige mich mit Git seit, ich glaube, 2005 oder 2006. Und für diejenigen, die im Hinterkopf haben, wann Git initial geschaffen wurde, das war noch eine der ersteren Versionen, wo das noch richtig schön hässlich zu bedienen war. Mittlerweile hat sich da Gott sei Dank einiges getan. Die Möglichkeiten, die ich damals in Handarbeit schon gehabt hätte, habe ich jetzt auch mittels von einigen sehr angenehmen Kommandozeilen-Tools und möglicherweise auch durch gewisse grafische Benutzeroberflächen, aber da will ich überhaupt nicht drauf eingehen, weil damit habe ich in der Regel überhaupt nichts zu tun. Ja, eine Bitte, wenn es während dem Vortrag irgendwelche Fragen geben sollte, bitte gleichstellen. Wie gesagt, die Themen, die ich behandle, sind mehr oder weniger für sich alleinstehend. Von dem, wenn es zu irgendwas Fragen gibt, behandeln wir die am besten gleich beim Thema. Und ja, wenn die Stunde rum ist, dann werde ich einfach zu dem Zeitpunkt existierende Thema noch abschließen und dann werden wir einfach schauen, wie weit wir gekommen sind. Und wer noch Interesse hat, der kann mich ja danach auch einfach noch gerne mit ansprechen. Gut. Zuallererst würde ich gerne noch ein bisschen was über euch erfahren, damit ich vielleicht das Vortrag dann ein bisschen an euch anpassen kann. Wobei meine Folien fix sind und ich auch sehr undynamisch bin, von dem müssen wir schauen, wie das passiert. Aber wer von euch würde sich als Programmierer bezeichnen? Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Wer davon arbeitet an einem Open-Source-Projekt mit? Ganz egal jetzt mal, welche Sorte. Okay, das schaut auch schon mal ganz gut aus. Davon irgendein Open-Source-Projekt mit mehr als 10 Entwicklern. Und da werden die Hände üblicherweise schon deutlich weniger, aber es ist doch noch ganz praktisch. Mit mehr als 100 Entwicklern. Und wir sagen jetzt mal, Entwickler ist jeder, der mal irgendwann zu dem Projekt beigetragen hat und vielleicht mal bei irgendeinem Commit mit Namen drin steht. Da machen wir das ein bisschen einfacher. Und mit mehr als 1000 Entwicklern. Das zählt, super. Okay, ja, würde ich mal sagen, ihr seid alle super dafür geeignet, ein bisschen mehr über Git zu erfahren, weil letztendlich taugt das, was wir hier lernen, eigentlich auch schon in einem Ein-Mann-Projekt, weil obwohl Git ja ein dezentrales Versionskontrollsystem ist, was natürlich irgendwie für eine Kollaboration über viele Leute hinweg und vielleicht über viele Zeitzonen hinweg und sonst irgendwas optimiert ist, distributed bin ich auch in dem Moment, wo ich selber irgendwie 2 Workstations habe oder mit irgendjemand anders einfach mal Patches austauschen will. Gut. Wer von euch und natürlich hauptsächlich mal die Programmierer, hat schon mal irgendein Versionsverwaltungstool verwendet. Das ist doch schon mal gut. Wer davon irgendein zentrales, also sowas wie SVN, CVS und was es noch nicht sonst so alles gibt? Okay. Wer hat schon mal irgendein dezentrales verwendet? Das ist auch schon mal gut. Wer hat schon mal mit Git gearbeitet? Und ich hoffe, jetzt gehen alle Hände hoch oder fast alle Hände. Gut, also so ein bisschen Grundwissen zu Git setze ich einfach mal voraus, weil sonst wird der Vortrag vermutlich nicht funktionieren, aber das scheint ja der Fall zu sein. Ja, wer hat noch nie was von Git gehört? Super, dann kann ich mir den Wegweiser zur Tür sparen. Okay, ja, fangen wir mit dem eigentlichen Thema Git an. Zuallererst möchte ich als Wiederholung nochmal so ein paar Grundlagen schaffen, das, was ich so als Wichtigstes empfinde und was vielleicht manche auch schon als etwas advanced bezeichnen. Aber was einfach wichtig ist, um den Rest hier zu verstehen und danach eben, wie gesagt, so eine Auflistung von verschiedenen Kommandos, die ich hier noch in ein paar Kategorien eingeteilt habe, aber das ist hauptsächlich, damit the Table of Contents hier nicht ganz leer ist. Jo.
Nachdem die meisten Git schon kennen, kann ich mir das, glaube ich, hier sparen. Letztendlich nicht so wahnsinnig interessant. Ihr könnt das alles dann auch in der Folie nachgucken. Da sparen wir uns jetzt einfach ein bisschen Zeit, so ein bisschen Hintergrundinformationen zu Git allgemein. Okay, wer ist der Meinung, die Git-Objektdatenbank richtig gut verstanden zu haben? Oh. Wer hat so ein bisschen Ahnung von theoretischer Informatik und Graphentheorie? Das ist doch schon mal schön, weil dann würde ich das allen gefallen. Weil das ist nämlich genau das, wie Git intern seine Daten strukturiert. Wir haben einen sogenannten DAG, also einen Directed Acyclic Graph, der im Endeffekt die Historie und irgendwelche anderen Objekte, also Dateien und so weiter da drin, abbildet. Directed, weil wir irgendwie uns in eine Richtung entwickeln. Die Kanten zeigen natürlich in die gegengesetzte Richtung, also in die Vergangenheit. Ist ja vollkommen logisch. Und acyclic, also zyklenfrei, logischerweise, weil irgendwie Historie im Kreis rum, stelle ich mir zumindest sehr schwierig vor. Ja, die Objekte, die in dieser Datenbank gespeichert werden, werden identifiziert letztendlich anhand von ihrem Inhalt. In den allerersten Tagen von Git hieß das Projekt im Endeffekt noch in ausgeschriebener Variante ein Stupid Content Tracker, das sich also rein um den Inhalt gekümmert hat. Und das kommt im Endeffekt genau daher. Und das Ganze passiert, indem wir eben Daten anhand von einer Checksumme ansprechen, die den Inhalt möglichst eindeutig identifizieren. Und es wurde an der Stelle als Algorithmus, also als Hash-Algorithmus SHA-1 gewählt. Wer sich mit Theorie ein bisschen auskennt, der wird wissen, dass natürlich der Raum von Objekten, die mit einer SHA-1-Summe, also einer endlichen Zahl von Bits irgendwie dargestellt werden kann, logischerweise auch endlich ist. Von dem her ist eine Theorie hier irgendwie sowas wie ein Hash-Konflikt möglich. Die Praxis zeigt aber, dass das eigentlich weniger relevant ist. Wenn man sich überlegt, dass SHA-1 noch in vielen Sicherheitsalgorithmen heutzutage im Einsatz kommt, das so langsam vielleicht ein bisschen abgelöst wird, aber letztendlich muss man auch da schon echt Kopfstände machen, um irgendwelche Hash-Collisions zu erzeugen, und wenn wir die jetzt auch noch quasi aus realem Kontext erzeugen wollen, ist die Wahrscheinlichkeit noch um einiges niedriger. Ja, hier gleich schon mal irgendwie ein Hinweis auf zwei interessante Kommandos, die ab und zu vielleicht mal ganz nützlich sind, insbesondere wenn man sich mal intern in dieser Objektdatenbank ein bisschen näher umschauen möchte, sind die Befehle git catfile mit den Parametern -t oder -p. Diesmal ermöglichen mal den Typ oder auch im Endeffekt den mit p dann pretty geprinteten, um hier mal ein super tolles deutsches Wort zu verwenden, Inhalt anzeigen zu lassen. Ja, fangen wir mit den eigentlichen Inhalten an. Ganz unten, das ist jetzt hier doof, die da drüben sehen das nicht, haben wir ein sogenanntes Blob-Objekt, und das ist letztendlich nichts wie die tatsächliche Inhalt irgendeiner Datei plus ein bisschen Header davor. Der Header sagt im Wesentlichen, das ist ein Blob und der ist so und so groß, und dahinter kommt dann die Datei und zwischendrin sind noch ein paar Nullbytes. Also nichts wahnsinnig Aufregendes, und ich kann mir die Datei auch schon mehr oder weniger, also diesen Blob könnte ich mir 1:1 ausgeben lassen und ich würde da irgendwie einen Sinn draus lesen können, wenn ich dann wüsste, was das Projekt tut. Und über diesen Blob, also der Inhalt plus den bisschen Header davor, darüber die SHA-1-Summe gebildet, bildet dann einen Identifier für dieses Objekt. Das ist letztendlich bloß dann oder deswegen relevant, weil eben die SHA-1-Summe nicht der eigentlichen Datei entspricht, weil eben dieser kleine Header damit dazukommt. Okay, ein Blob alleine macht natürlich für den Menschen irgendwie nicht allzu viel Sinn, weil wir haben meistens irgendwie doch so ein klein wenig Struktur in unseren Daten. Insbesondere die Java-Entwickler unter euch werden das sicherlich bestätigen können. Da sind die Strukturen teilweise schon fast ein bisschen übertrieben, aber gut, das ist halt so. Das nächste Objekt an der Stelle ist eben ein sogenanntes Tree-Objekt, was letztendlich genau dem, was in einem Dateisystem ein Verzeichnis ist. So ein Tree-Objekt enthält Blob-Objekte, beziehungsweise die Referenzen darauf, quasi die Inhalte dieses Verzeichnisses, und es kann natürlich auch Unterverzeichnisse enthalten, also Pointer auf weitere Tree-Objekte. An der Stelle auch noch interessant oder letztendlich relevant ist, nur durch diesen Eintrag in diesem Tree-Objekt bekommt ein Blob einen Namen. Das heißt, der Blob an sich ist quasi anonym, und um hier mal ein bisschen Buzzwords einzuwerfen, was wir damit erreichen, ist eine automatische Deduplizierung. Sprich, wenn ich eine gleiche Datei zweimal git vorwerfe, egal an welcher Stelle die liegt, es wird das gleiche Blob-Objekt werden, das heißt, in der Datenbank wird es genau einmal gespeichert. Ich kann es aber aus unterschiedlichen Trees referenzieren. Wir können uns das vorstellen wie Hardlinks im Dateisystem. Gut,
Und nachdem wir letztendlich nicht nur an den Inhalten, sondern auch so an dem Wertegang der Inhalte interessant sind, werden diese Trees dann in Commits quasi noch strukturiert. Jeder Commit hat einen Pointer auf genau ein Tree-Objekt. Das ist dann quasi das Top-Level-Source-Verzeichnis oder Top-Level-Verzeichnis von was auch immer wir da in Git beinhalten. Und natürlich hat ein Commit irgendwelche Vorgänge. Und das sind eben in dem Commit-Objekt wird es eben durch Zeiger auf die entsprechenden anderen Objekte referenziert. Zeiger jetzt hier an den Stellen, was ich immer gesagt habe, wird letztendlich hier durch die Pfeile symbolisiert und ist letztendlich intern einfach an der Stelle wird die ID von dem Objekt, auf was ich referenziere, eben gespeichert. Plus gegebenenfalls irgendwelche Metainformationen. So, das ist alles letztendlich, was ich brauche, um diese Datenbank aufzubauen. Das ist jetzt für Menschen teilweise dann noch ein bisschen blöd zur Handhaben, wenn ich da jedes Mal irgendwie so ewig lange komische Zahlen, Nummern, Folgen hier irgendwie verwenden müsste. Außerdem gibt es ja noch so tolle Dinge wie irgendwie parallele Entwicklungsstränge und so weiter. Dementsprechend habe ich hier quasi noch ein paar Hilfsobjekte, wenn ich so will. Das eine ist ein Branch, das ist nichts anderes wie eine Textdatei, die einen bestimmten Namen hat. Der Name entspricht dann dem Namen des Branches und der Branch zeigt auf einen Commit an der Stelle auch einfach wieder, indem in dieser Textdatei die ID von dem entsprechenden zugehörigen Commit drin steht. Ein Branch ist da jetzt ein bisschen was quasi Besonderes, weil wenn ich mich auf diesem Branch befinde und einen weiteren Commit an dem Branch anhänge, dann wird dieser Branch-Zeiger natürlich automatisch weitergezogen. Klingt jetzt erstmal natürlich vollkommen logisch. Wir werden aber gleich bei dem Tag sehen, dass es letztendlich technisch genau das gleiche ist, aber letztendlich ist der eben an der Stelle fix. Wenn wir irgendwie einen Tag verändern wollten, dann wird uns Git erstmal sagen, das geht nicht. Wir können es natürlich mit -f dann wieder enforcen, aber letztendlich ein Tag ist dazu gedacht, eben statisch zu bleiben. Intern ist es aber genau das gleiche. So, jetzt haben wir noch einen speziellen Branch, der nennt sich Head. Wer würde sagen, dass er genau beschreiben kann, was Head wirklich ist? Da würde ich jetzt schon ein paar Hände mehr erwarten. Also letztendlich ist der Head ein Zeiger auf entweder den Branch oder den Commit. Das kann beides sein, der bei meinem letzten Checkout-Vorgang eben in das Arbeitsverzeichnis übertragen wurde. Klingt sehr abstrakt. Ich mache einen Git-Checkout-Master. Das heißt, ich möchte mein Arbeitsverzeichnis an den Master-Branch anpassen. Dann wird Head eben auf Master zeigen. Wenn ich dann irgendwas in meinem Arbeitsverzeichnis verändere, verändert es sich dadurch der Head nicht. Wenn ich aber irgendwas quasi an dem Commit ändere oder an dem Objekt, was hinter dem Head steckt, was entweder ein Branch oder ein Commit ist, wird Head an der Stelle weitergezogen. So, wie nennt man das, wenn Head nicht auf einen Branch, sondern direkt auf einen Commit zeigt? Wer weiß das? Wenn quasi, genau, ich habe es richtig gehört, wenn Head hier direkt auf so ein Commit-Objekt zeigt, sprich, da ist nicht der Name von einem Branch drin gespeichert, sondern direkt die ID von irgendeinem Commit, ist der sogenannte Detached Head-Zustand. Das sagt nichts weiter aus, außer dass eben, wenn ich jetzt einen weiteren Commit mache, werde ich auf diesen folgenden Commit keine direkte Referenz durch irgendeinen Branch mehr haben, sondern hängt halt quasi so lose im Raum. Gut. Die Objektdatenbank ist jetzt ein bisschen klarer geworden, hoffe ich. Wer weiß jetzt ein bisschen mehr als vorher? Das freut mich. Das ist eine Frage. Also die Frage war, ob Head was anderes ist als ein Branch. Wir haben in der Regel eben diese Interaktion, Head zeigt auf irgendeinen Branch und ein Branch zeigt auf den Commit. Technisch ist es auch wieder genau das Gleiche. Head ist auch wieder bloß eine Datei unterhalb von .git, wo entweder der Name von dem Branch oder eben drin steht. Beantwortet das die Frage? Ich habe das Problem, glaube ich, noch nicht so ganz umrissen. Ein Branch kann nicht auf einen anderen Branch zeigen. Ein Branch zeigt immer direkt auf einen Commit. Also Head ist schon ein bisschen anders, weil es kann beides. Genau. Head kann entweder auf einen Branch oder auf einen Commit zeigen. Da war noch eine zweite Frage. Komme ich an die Detached Commits irgendwie wieder ran? Also die Frage war, ob ich an die Detached Commits wieder irgendwie rankomme. Das hängt davon ab. In der Regel schon. Wir werden gleich dann später auch noch einen Mechanismus sehen, der das auch so ein bisschen noch mit aufzeichnet. Wenn das dann die Frage nicht beantwortet, vielleicht dann später nochmal stellen. Vielleicht noch eine Frage. Ja? Gibt es dann zu jedem Branch ein Head oder ist das sozusagen für jeden Checkout für ein Head, auch wenn ich viele Branches in meinem Repository habe?
Also die Frage war, ob es zu jedem Branch einen Head gibt oder ob das quasi eine globale Sache ist. Der Head gehört quasi zum Arbeitsverzeichnis. Bildet quasi ein Pointer auf das, woraus mein Arbeitsverzeichnis entsprungen ist. Und Arbeitsverzeichnis habe ich nur eins, dementsprechend habe ich auch nur einen Head. Gut, machen wir an der Stelle mal weiter. Index. Wer hat den Namen noch nie gehört im Kontext von Git? Okay, wer würde beschreiben oder sagen können, dass er genau verstanden hat, was der Index eigentlich tut? Das ist jetzt ein bisschen paradox. Okay, was der Index letztendlich ist, technisch gesehen erstmal eine Staging Area zwischen dem Arbeitsverzeichnis und meinem Repository. Repository heißt jetzt hier Objektdatenbank, Git Repository, was auch immer, wie man sich das Ganze vorstellen möchte. Wird im Endeffekt dafür verwendet, um, man kann es sich vereinfacht so vorstellen, das ist ein Commit-Objekt, was noch nicht fertig ist. In dem kann ich irgendwie stückweise noch neue Dinge hinzufügen. In dem Moment, wo ich ein Git Commit mache, also tatsächlich ein neues Commit-Objekt erzeuge, wird der Inhalt von dem Index quasi in mein Repository übernommen. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komplex, kam wahrscheinlich initial auch daher, dass es die Implementierung ein bisschen erleichtert hat, vermute ich mal, das weiß ich nicht, bietet uns aber mittlerweile jede Menge Möglichkeiten, so als kleiner Ausblick, wir werden das später noch weiter im Detail sehen, ich habe darüber die Möglichkeit, einen neuen Commit sehr feingranular zu erzeugen. Also ich muss nicht sagen, okay, alles, was jetzt in meinem Arbeitsverzeichnis ist, wird komplett in den Commit übernommen. Gut, die Möglichkeit, da ein bisschen feingranular auf Dateiebene vorzugehen, habe ich in den meisten Versionskontrollsystemen. In Git kann ich da quasi noch runtergehen und letztendlich byteweise, wenn ich möchte, die Änderungen, die ich gemacht habe, in den Commit übernehmen. So, fangen wir mal das Ganze an, ein bisschen am Beispiel aufzurollen. Wir arbeiten in unserem Arbeitsverzeichnis, dementsprechend passiert im Index und im Repository noch natürlich gar nichts. Wir verändern irgendwas. Wir befinden uns quasi gerade auf dem Commit, der eben Head ist und machen darauf irgendwelche lokalen Änderungen, die noch nicht weiter getrackt sind. So, jetzt kann ich mit den Git-Befehlen add oder rm quasi Änderungen in den Index übernehmen. Das ist rein, ich merke mir einen bestimmten Maß an Änderungen. Wenn ich jetzt nachher weiter irgendwie auf meinem Arbeitsverzeichnis modifiziere, ändert das wiederum am Index und auch im Repository unten drunter nichts. Schon mal die erste Möglichkeit, wie ich im Endeffekt Änderungen aufsplitten könnte. So, erst wenn ich jetzt hier tatsächlich einen Commit durchführe, wird eben der zu dem Zeitpunkt bestehende Zustand aus dem Index in das Repository übernommen. Natürlich habe ich auch den Rückweg. Ich kann mit einem Reset der Stelle mit dem Parameter --soft Änderungen aus dem Repository wieder rückgängig machen, aber nach wie vor im Index behalten. Oder ich kann auch noch einen Schritt weitergehen und quasi mit der Option rm-cached, also der Index ist leider nicht ganz eindeutig benannt, teilweise heißt der Index, teilweise heißt der Cache, teilweise wird auch irgendwie Staging Area oder sowas genannt. Das spiegelt sich leider auch ein bisschen in inkonsequenter Verwendung von Parameternamen. Wieder üblicherweise findet man heutzutage, soweit ich das überblick, die Option --cached, wenn ich irgendwas auf dem Index mache. Ich glaube, es gibt aber teilweise auch noch --staged oder ähnliche Sachen. Aber letztendlich eben mit diesem Befehl kann ich Änderungen wieder aus dem Index zurücknehmen, aber nach wie vor in meinem Arbeitsverzeichnis behalten. Also wirklich einfach nur eine Zwischenschicht, die hier zwischen reingezogen ist, die mir hier eine Granularität ermöglicht und vermutlich irgendwelche internen Arbeitsabläufe vereinfacht. Das ist, glaube ich, eine Frage. Die Frage ist, wo dies. Die Frage ist, an welcher Stelle der Index gespeichert wird, ob das schon irgendwelche Objekte in der Datenbank sind. Ich muss gestehen, so ganz genau habe ich mir das auch noch nicht angeschaut. Letztendlich der Index erstmal eine Datei unterhalb vom Git-Verzeichnis dargestellt und ich vermute, dass innerhalb dieser Datei letztendlich ähnliche Strukturen bestehen, wie sie auch in der Objektdatenbank möglicherweise noch in der Form irgendwie von einem Packfile oder sowas stattfinden. Also ich habe schon ähnliche Strukturen, wie ich das in der Objektdatenbank habe. Details kann ich aber leider hier gerade an der Stelle nicht sagen. Blob schreibt in die Datenbank. Bitte? Die Blob schreibt das schon in die Datenbank. Also die Aussage war, Blob schreibt das schon in die Datenbank. Bist du dir sicher, dass das für jeden Blob passiert? Blob sind der Bottle schon auf, das praktisch die Hätte oder also einfach nur, wenn die Datenbank denn den Objekt ist, dann ist
Okay, also die Aussage war, dass alles, was Blob- oder Tree-Objekte sind, tatsächlich schon in die Datenbank übernommen wurden. Gerade wenn ich vielleicht viel auf dem Index arbeite, führt es natürlich dann dazu, dass ich viele Objekte in der Datenbank habe, die quasi nicht mehr referenziert werden, aber dafür gibt es ja dann auch die Garbage Collection, also auch nicht weiter wild. So, ja, also wir sehen, aus erster Sicht schaut es erstmal so aus, als ob wir hier einen unnötigen Overhead einführen. Ich habe aber schon erwähnt, dass der uns eben so ein paar zusätzliche Möglichkeiten gibt, die wir sonst nicht hätten. Und nachdem es natürlich teilweise nicht so ganz praktisch ist, direkt über diesen Index zu gehen und da quasi immer zwei Schritte auszuführen, gerade wenn ich irgendwo bloß eine kleine Fehlerbehebung habe, die sich irgendwie als Änderung in einer Zeile widerspiegelt, dann macht das natürlich keinen Sinn. Und da kann ich dann zum Beispiel als Shortcut eben, um direkt Änderungen aus dem Arbeitsverzeichnis in das Repository zu übernehmen, habe ich einmal die Möglichkeit, das Commit mit dem Schalter -a aufzurufen. Ich vermute mal, das ist jedem bekannt. Eben alle Änderungen an Git schon bekannten Dateien im Arbeitsverzeichnis werden somit ins Repository übernommen. Und auch der Rückweg besteht theoretisch auch wieder über den Befehl Reset. Entweder mit Option --mixed, was mir die Änderungen dann zumindest im Arbeitsverzeichnis noch beibehält, oder über die Option --hard, die dann auch die Änderungen im Arbeitsverzeichnis wieder komplett wegschmeißt. So, da oben ist noch eine Frage. Also die Aussage war, ich brauche nicht -a, sondern ich kann auch einzelne Dateien committen. Ich habe das quasi jetzt hier als ein Beispiel genommen, dass ich im Endeffekt das komplette Arbeitsverzeichnis übernehme. Ich habe natürlich auch hier die Möglichkeit, Zwischenschritte zu wählen, indem ich commit auch nochmal eine Liste von Dateien übergebe. Und dann werden eben nur Änderungen an diesen genannten Dateien übernommen. Und möglicherweise gibt es auch noch ein paar andere Mischformen. So, wer hat da vielleicht ein bisschen was draus gelernt über den Index? Sehr schön, dann habe ich doch mein Ziel hier schon an zwei Stellen hoffentlich etwas erreicht. Ich hoffe, dass nebenbei vielleicht auch die verschiedenen Optionen, die an Reset übergeben werden können, dadurch ein bisschen klarer geworden sind. Letztendlich beziehen sie sich eben auf welchen von diesen drei Staging Areas oder Trees, wie auch immer man das bezeichnen möchte, die Änderungen ausgeführt werden. Mit -soft passiert quasi am wenigsten. Die Änderungen werden bloß aus dem Repository verworfen. Auch das in Anführungszeichen bleiben mit den drüberliegenden Schichten noch bestehen. Mit --mixed oder --hard wird es eben auch dann noch aus dem Index oder auch aus dem Arbeitsverzeichnis dann wieder weggeschmissen. Gut, soweit quasi die Grundlagen in Anführungszeichen. Gibt es dazu erstmal noch Fragen? Ich sehe keine. Wenn ich eine Hand übersehe, bitte laut schreien. Ja? Ja. Aber im Index natürlich, da gibt es noch keine Commit-Message. Genau, also die Frage war, Commit-Objekte in der Datenbank haben natürlich noch eine Commit-Message, im Index gibt es sie natürlich noch nicht. So, wir haben ja gerade gehört, im Endeffekt bloß Blobs oder Trees werden schon in der Datenbank übernommen, der Rest ist quasi im Index bloß die Verwaltungsstrukturen, die eben auf die passenden Objekte in der Datenbank referenzieren. Eine Commit-Message füge ich natürlich erst dann hinzu, wenn ich die auch angebe, und das passiert eben beim Commit. Bei einem Reset-Soft, wenn wir uns das nochmal angucken, der war ja hier an der Stelle, sprich ich schmeiß oder schneide einen Commit aus der Historie wieder weg, dann verliere ich in Anführungszeichen an der Stelle natürlich auch die Commit-Message. Ich habe aber die Möglichkeit, auf dieses alte Commit-Objekt, was ich vorher hatte, gegebenenfalls nochmal zuzugreifen und darüber auch auf die Commit nochmal zuzugreifen. Bitte noch eine andere Frage? Also die Frage war, ob es richtig ist, dass ein Reset-Soft quasi nur den Head wieder auf einen alten Zustand zurücksetzt. Das stimmt fast. Auch das, was quasi hinter dem Head steht, wenn es ein Branch war, auch der wird quasi wieder zurückgesetzt. Letztendlich die Objektdatenbank an sich bleibt unverändert. Der alte Revisionsgraph an sich bleibt auch noch vorhanden. Ich stelle quasi bloß meine Zeiger auf einen älteren Zustand wieder zurück. Gut. Dann wollen wir doch mal zum Kapitel Git Goodies angehen. Erstmal so ein paar allgemeine Sachen, die nicht wahnsinnig aufregend sind, ich persönlich aber durchaus als sehr nützlich empfinde. Das sind ein paar Konfigurationseinstellungen, die ich üblicherweise
als erste Aktion auf irgendwelchen Rechnern noch einspiele. Das eine ist die Option color-ui, die, glaube ich, mittlerweile in aktuellen Git-Versionen sowieso per Default gesetzt ist. Ich setze die eigentlich standardmäßig schon seit längerer Zeit einfach auf den Wert Auto, sprich sämtliche Kommandos in Git, die irgendwelche farbige Ausgabe unterstützen, würden die dann auch verwenden, wenn sie eben interaktiv über ein Terminal verwendet werden. Sprich, Git schaut, ob die Standardausgabe ein Terminal ist und wenn ja, wird Farbe aktiviert, ansonsten nein, daher eben Auto für automatisch. Wurde es verwendet? Zum Beispiel in der Git-Status-Anzeige werden irgendwie entfernte Dateien rot und hinzugefügte bzw. geänderte Dateien grün dargestellt. Das sind so Sachen, die finde ich noch mäßig nützlich. Wo ich das persönlich am nützlichsten finde, ist bei der Ausgabe von Git-Diff, weil ich an der Stelle eben entfernte Zeilen in meine Änderungen rot dargestellt und hinzugefügte Zeilen grün dargestellt sehe. Und das ermöglicht zumindest mir, sehr viel schneller zu erkennen, welcher Art oder welchen Ausmaßes irgendwelche Änderungen in meinem Quellcode sind, ohne dass ich da schon mal im Detail reingucken muss. Und wenn ich irgendwas Bestimmtes drin suche, dann tue ich mir da zumindest deutlich leichter, an der Stelle dann das zu finden, was ich denn gerade suche. Da war noch eine Frage oder Anmerkung? Kann ich die Farben noch ändern? Oder? Die Frage war, ob ich die Farben ändern kann. Da habe ich mich ehrlich gesagt noch nie miteinander ausgesetzt. Im Zweifelsfall im Quellcode anpassen und neu kompilieren. Sorry. Also ich habe auch noch nie eine Konfigurationsoption dazu gesehen. Weiß ich wirklich nicht, ob es möglich ist. Gut. Eine zweite Option, die potenziell vielleicht einigen nützlich ist, die ich aber selber eigentlich eher wenig verwende, über die Option merge.tool kann ich ein Werkzeug vorgeben, was bei dem Aufruf von Git Merge Tool ausgeführt wird. Git Merge Tool ist im Endeffekt ein kleines Helferprogramm, was mir bei der Konfliktauflösung hilft. Was man da eben in der Regel verwendet, ist irgendein Editor, der im Endeffekt ein Drei-Wege-Merge unterstützt. Sprich ein Editor, der mir eine alte Version anzeigen kann, die neue Version, im Endeffekt vielleicht noch die Basis dazu und insbesondere mir irgendwie die Möglichkeit anbietet, Änderungen, die in der einen oder anderen Version getätigt wurden, auf die eine oder andere Seite zu übernehmen. Beispiel, was ich ab und zu mal testweise verwendet habe, aber einfach nur, um das mal ausprobiert zu haben, ist WimDiff. Das zeigt mir dann eben nebeneinander die zwei Stände an und ich kann sagen, welche Hunks innerhalb von den Diffs übernommen werden sollen. Wer das Ganze grafisch will, ich glaube so Dinge wie KDiff 3 oder ich glaube auch irgendwelche anderen KDE-Editoren unterstützen das dann auch sehr schön mit. Ich kann dann auf die Dinge draufklicken und übernehme die dann und sowas. Wer in solchen Oberflächen unterwegs ist und daran gewöhnt ist, der sollte es einfach mal ausprobieren. Dann wird das sehr schnell, denke ich mal, mit zurechtkommen. Eine andere Option, die ich mir, ich glaube, mit Git, was war das, 1.3, 1.4 oder sowas angewöhnt habe, war das Setzen von Push.Default. Das war eine Sache, die sich damals irgendwie im Default-Verhalten zwischen den Git-Versionen geändert hat. Und nachdem ich irgendwie sowas nicht mag, dass ich immer mal wieder nachgucken muss, was denn jetzt der Default ist, habe ich einfach für mich definiert, wenn ich einen Push durchführe, möchte ich nur den aktuellen Branch, sollte er auf der Gegenstelle existieren, übertragen. Und das ist genau das, was hier durch den Wert Current angegeben wird. Ich kann auch noch andere Werte angeben wie Matching, dann werden alle Branches, die ich bei mir habe und die auch im anderen Repository existieren, übertragen. Und es gibt noch ein paar andere Werte, aber an der Stelle verweise ich einfach mal auf die Manpage. Also Track ist an der Stelle auch noch interessant, weil wenn man lokal den Branch anders benannt hat, wie Remote, dann schiebt es auf den richtigen Branch zurück. Das ist richtig. Also die Anmerkung war, der Wert Tracked ist hier noch sehr interessant. Er wird quasi dann verwendet, wenn ich sogenannte Local Tracking Branches habe, was eben passiert, wenn ich einen Remote Branch mit der Option --track, die in den meisten Fällen beim Auschecken von einem Remote Branch Default ist, angelegt wird, dann werden eben alle Branches quasi, mit denen ich lokal arbeite und die eigentlich auch auf der Gegenstelle existieren sollten, egal wie die lokal oder auf der Gegenstelle heißen, die werden dann eben übertragen. Also die Anmerkung war, die Manpage nennt das Ganze Upstream, nicht Tracked. Ich glaube, beide Werte funktionieren. Tracked war da vermutlich der alte und Upstream der neue Wert, aber es sollten auch in aktuellen Versionen noch beide funktionieren, soweit ich weiß.
Allen Zweifelsfall an der Stelle seid ihr das bloß mal als quasi kleine Wegweiser gedacht. Die Manpage verrät auf jeden Fall, wie es funktioniert. Gut, noch ein paar andere Aliase, die ich hilfreich finde. Wer kennt die Möglichkeit nicht, Aliase anzulegen? Okay, dann mal kurz noch ein paar Infos dazu. Ich kann quasi über die Option alias.irgendwas, wenn ich diesen Konfigurationswert setze, eben ein Alias für irgendwelche Git-Befehle anlegen. Das sind mal einfache Beispiele. Wenn wir uns das hier anschauen, wenn ich ein git-config alias.wdiff mit dem Wert diff --color-words anlege, heißt es eben, wenn ich ein git-wdiff eingebe, passiert im Hintergrund ein git-diff --color-words. Sprich, ich bekomme automatisch eine farbig markierte, einen farbig markierten Diff auf Wortbasis und nicht mehr auf Zeilenbasis, was insbesondere irgendwie, wenn ich irgendwelche Textdokumente in Git verwalte, sehr nützlich ist, weil man stellt sich irgendwie einen Absatz vor, der auf eben 80 Zeichen pro Zeile irgendwie einfach format oder umgebrochen ist im Editor. Ich ändere an einer Stelle irgendwie ein längeres Wort oder irgendwie einen Teilsatz oder sowas. Und dadurch, dass sich die Umbrüche dann über mehrere Zeilen fortsetzen, hätte ich irgendwie so einen langen Diff für irgendwie 1, 2, 3 geänderte Worte, was natürlich die eigentliche Änderung dann überhaupt nicht mehr sichtbar macht. Mit der Option eben --color-words, wenn ich einfach 3 Worte hinzugefügt habe, dann werden einfach diese 3 Worte an der entsprechenden Stelle, wo sie eingefügt wurden, grün markiert und alles außenrum, was sich geändert hat, quasi an Zeilumbruchänderungen oder sowas, taucht in dem Diff überhaupt nicht mehr auf. Quasi genau das Gleiche, was das Tool wdiff aus den diff-Utils oder sowas auch tut, daher eben der Name dann auch wdiff. Ich habe an der Stelle auch die Möglichkeit, im Endeffekt irgendwelche komplett anderen Programme aufzurufen oder irgendwelche Pipelines oder sowas auch zu definieren. Da muss ich einfach als ersten Buchstabe in dem Wert von meinem Alias ein Ausrufezeichen setzen. Also ich könnte sowas sagen wie alias.weiß der Teufel was, ist eben Ausrufezeichen, Bash, sonst irgendwas, und da kann ich dann eben beliebige Sachen an der Stelle dann auch machen. Wir sehen jetzt hier an der Stelle kein Beispiel. Gut, vornehmlich auch vielleicht als Referenz gedacht, wer sich die Folien angucken möchte. Dieses letzte Alias, was ich hier definiert habe, es soll vornehmlich demonstrieren, dass der git-log-Befehl irgendwie eine Trillion an verschiedenen Optionen unterstützt. Und es empfiehlt sich sehr stark mal, wenn man mal eine halbe Stunde irgendwie Luft hat, sich einfach diese Manpage mal ein bisschen anzugucken, weil da jede Menge nützliche Optionen drin sind, die man irgendwie verwenden kann, gerade wenn man irgendwelche Changelogs oder sonst irgendwas in der Art und Weise automatisch generieren möchte oder irgendwelche Log-Ausgaben weiterparsen möchte, wenn man die in einem bestimmten Format dann angezeigt bekommen möchte, gibt es hier jede Menge Möglichkeiten zu geben, wie die Ausgabe aussehen soll. Das gezeigte Beispiel hier bietet im Endeffekt eine Git-Log-Ausgabe, wo jeder Commit durch eine Zeile dargestellt wird, wo sowas drinsteht wie wann wurde der Commit ausgeführt, durch wen, wie lang das her ist. Die Option --date ist gleich relative, sagte mir dann auch noch, dieser Commit wurde nicht am 5. Januar 2012 erzeugt, sondern vor eben 8 Monaten oder sonst irgendwas. Und an der Stelle über die Option --graph wird vor diese Zeilen in der Log-Ausgabe dann auch so ASCII-artmäßig ein Commit-Graph gezeichnet, ähnlich wie man von Qgit oder Git K oder ähnlichen Tools kennt. Gut. So viel zu Konfigurationsoptionen. Ich denke, ihr habt gesehen, dass es hier auch noch jede Menge Möglichkeiten gibt. Das Ganze einfach mal so ein paar Goodies, um da ein bisschen die eigene Kreativität auch anzuregen. Wer da vielleicht noch irgendwelche lustigen Aliase hat, die ihr für nützlich findet und die vielleicht auch der Welt mitgeteilt werden können, gerne auch einfach mal an mich schicken. Dann wird das vielleicht in künftigen Vorträgen irgendwie eingebaut. Natürlich jedes Mal auch mit Nennung des Autors. Ja, als erstes sage ich mal wirkliches Goodie, eine relativ einfache Sache, die unterm Strich wahrscheinlich auch nicht allzu häufig eingesetzt wird, aber die einfach noch so ein bisschen die Möglichkeiten zeigt, die Git uns bietet. Wir haben über die beiden Kommandozeilenoptionen für Git, bezieht sich nicht auf irgendein bestimmtes Unterkommando, sondern es funktioniert quasi mit jedem Kommando. Mit den Optionen --git dir oder --work dir kann ich angeben, wo quasi das Punkt Git
Verzeichnis gesucht werden soll und an welcher Stelle das Arbeitsverzeichnis gesucht werden soll. Ich habe das einmal für eine mal semi-sinnvolle Anwendung genutzt. Da wurde eine Webseite in SVN gepflegt und durch einen Commit-Hook sollte automatisch bei jedem Commit in das SVN-Repository die Webseite aktualisiert werden. Und nachdem irgendwie so Dinge wie ich mache einen SVN-Checkout und schmeiße hinten nach alle .svn-Verzeichnisse wieder weg, was natürlich auch mit einem Einzeiler geht, aber irgendwie ist es doch hässlich. Dementsprechend habe ich die sehr viel schönere Lösung gewählt, im Endeffekt mit Git SVN mir aus diesem SVN ein Git-Repository zu ziehen, was ich dann bloß noch mit einem Git SVN Rebase aktualisieren musste. Und dann konnte ich mit einem Git-Checkout unter der Verwendung von dem Worktree-Option angeben, wohin der Checkout passieren soll, beziehungsweise ein Reset habe ich an der Stelle, glaube ich, verwendet. Und dementsprechend wurde dann unter dem Document-Root von dem Webserver eine aktualisierte Webseite ausgecheckt, ohne dass da irgendein SVN oder sonstiges Unterverzeichnis drin wäre, was gestört hätte. Wie ich schon sagte, eine super semi-sinnvolle Anwendung. Vielleicht findet ja irgendjemand anders noch andere nützliche Anwendungen für sowas. Gerade auch wieder in irgendwelchen automatisierten Abläufen kann das durchaus sehr nützlich sein. Ja, die Worktree-Option kann ich natürlich auch über eine Konfiguration vorgeben. Mit dem Git-Dir-Option wird es ein bisschen schwieriger, weil um die Konfiguration zumindest für ein Repository zu finden, brauche ich natürlich erstmal das Git-Verzeichnis und wenn ich das da drin konfiguriere, wird das irgendwie wieder seltsam. Ja, da war eine Frage, Anmerkung? Eine Frage wäre, ob das der kanonische Weg ist, um ein Checkout ohne .git-Verzeichnis hinzubekommen. Also die Frage war, ob das quasi eine Möglichkeit ist, einen Checkout ohne .git-Verzeichnis irgendwo hinzubekommen. Ich verstehe ehrlich gesagt die Frage noch nicht ganz. Na, wenn ich jetzt meine Repository habe, irgendeinen bestimmten Standteil irgendwo hin haben möchte, aber ohne .git, ohne das Git-Verzeichnis. Ein Export oder so. Also die Frage quasi spezifiziert war nochmal, wenn ich quasi bloß den Inhalt meines Repositories an einer bestimmten Stelle haben möchte, ob ich das darüber machen könnte. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt allerdings auch den gerade schon erwähnten Git Archive Befehl, der mir dann aus den Inhalten meines Repositories ohne Git Verzeichnis und sowas dann ein ZIP oder ein Target-Set erstellt. Das ist wahrscheinlich an der Stelle dann das Sinnvollere. Wenn ich aber danach noch irgendwelche anderen Dinge vielleicht machen möchte, wie ich habe zum Beispiel in meinem Repository die ganzen Automake-Eingabedateien bloß und ich möchte im Endeffekt einen Release-Tarball machen und ich möchte nicht einfach ein Make-Dist verwenden, dann könnte ich das zum Beispiel über so einen Umweg machen. Ja? Habe ich dann irgendwie einen Weg, um auf so eine Weise wie diese hier angeben, mit mehreren Verzeichnissen zu machen? Ob ich... Die Frage war, ob ich darüber sowas realisieren kann, dass ich quasi im gleichen Repository auf mehreren Ständen arbeite, also auf mehreren Branches gleichzeitig. Kann ich mir sicherlich außenrum irgendwas bauen, würde ich aber wahrscheinlich ohne Helferskript nicht machen, weil natürlich, wenn ich auf verschiedenen Branches gleichzeitig arbeiten möchte, dann muss ich in dem dazugehörigen Git-Verzeichnis ja auch einen Checkout durchführen. Beziehungsweise, wenn ich in einem bestimmten Branch dann einen Commit mache, dann muss das Git-Repository auf dem entsprechenden Branch sein. Also so Informationen wie Head oder sowas sind im Git-Unterverzeichnis, von dem her wird das an der Stelle schwierig. Das würde ich einfach über mehrere Clones machen. Was an der Stelle vielleicht auch noch zu erwähnen ist, wenn ich lokal einen Klon durchführe, also ein Git-Repository über den Pfad auf den gleichen Rechner anspreche, dann werden die meisten Dateien in Anführungszeichen durch Hardlinks kopiert. Dementsprechend habe ich da kaum zusätzlichen Plattenplatz, den ich benötige und das wäre wahrscheinlich der bessere Ansatz für sowas. Beantwortet ist die Frage halbwegs? Gut, jedenfalls können wir uns später nochmal drüber unterhalten. Gut, ja, nachdem ein Großteil der Zeit doch schon rum ist und ich eigentlich noch überhaupt nicht mehr weit gekommen bin, was aber schön ist, weil viele Zwischenfragen da sind, was entsprechend Interesse bekundet, machen wir doch an der Stelle mal weiter. Es gibt drei Befehle in Git, die sehr häufig für Verwirrungen sorgen, weil sie auf den ersten Blick erstmal sehr ähnliche Sachen machen. Das eine ist das Git Reset, was ich hoffentlich vorhin schon ganz brauchbar erklärt habe. Das andere ist ein Git Revert, was auch irgendwie Änderungen rückgängig macht. Und das dritte ist Git Checkout, was man auf den ersten Blick vielleicht nicht in die Kategorie stecken will. Wenn man ein bisschen was von Git weiß, gehört es trotzdem wieder dazu. Insbesondere die Leute, die vielleicht
einen SVN-Hintergrund haben, kennen ein SVN-Reword zum Beispiel dafür, dass ich lokale Änderungen in meinem Arbeitsverzeichnis rückgängig mache. Und das ist an der Stelle eben was, was in Git über den Git-Checkout-Befehl passiert. Warum? Ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. Git Reset macht irgendwas an meinem bestehenden Revisionsgraphen und schneidet quasi Commits ab. Wir haben das ja vorhin schon gesehen, eben auf verschiedenen Stufen. Also ich kann auch nur so weit gehen, wie ich schneide quasi lokale Änderungen, die darüber hinausgehen, ab. Aber insbesondere kann ich es eben auch verwenden, um den ganzen Teilbaum aus meinem Graphen wegzuschneiden. Git Reword, und was ich damit quasi erzeuge, ist, dass ich diese ganzen Änderungen, die da gemacht wurden, rückgängig gemacht habe. Git Reword tut vom Ergebnis her erstmal genau das Gleiche. Es macht auch irgendwelche Änderungen rückgängig, aber es macht es dadurch, dass eben neue Commits, die im Endeffekt einfach einen umgekehrten Diff enthalten von einem zuvor existierenden Diff, angewendet werden und ich damit eben meine bestehende Historie nicht kaputt mache. Also ich schreibe die Geschichte nicht neu, sondern ich dokumentiere quasi, dass ich bestimmte Änderungen rückgängig gemacht habe. Nachdem ihr alle schon mal ein bisschen mit Git zu tun hattet, alles, was quasi bestehende Historie verändert, sollte nur auf lokalen Branches passieren und nicht auf irgendwelchen Branches, die schon veröffentlicht wurden, außer sie wurden ganz klar für so einen Fall vorgesehen. Weil wenn ich bei mir irgendwas abschneide und irgendjemand anders aber auf der alten Version weiterarbeitet und ich dann quasi auf der abgeschnittenen Version weiterarbeite, wenn wir es später wieder zusammenführen, was passiert? Ein Merge, der führt die beiden Stränge wieder zusammen und dementsprechend habe ich meine alte Historie auch wieder da, als einfachstes Beispiel. Oder irgendwelche Tools meckern, weil eben der Zustand auf der Gegenstelle nicht dem entspricht, was erwartet wurde und so weiter und so weiter. Dementsprechend, um publizierte Änderungen wieder rückgängig zu machen, an der Stelle eben das Reword. Was macht das Git-Checkout? Das Checkout passt im Endeffekt immer nur das Arbeitsverzeichnis an einen Zustand aus dem Repository an. Sprich, es ist dazu da, um gewisse Inhalte aus dem Repository in das Arbeitsverzeichnis zu übernehmen. Und das kann zum Beispiel eben auch dafür verwendet werden, ich habe in meinem Arbeitsverzeichnis irgendwelche Änderungen, die noch nicht committed wurden, die bloß irgendwelche temporären Debugging-Ausgaben oder sonst irgendwas beinhalten, die ich entsprechend nie in irgendeinem Commit übernehmen möchte. Und wenn ich jetzt quasi die dazugehörenden Änderungen aus dem Repository mit einem Checkout wieder in mein Arbeitsverzeichnis übernehme, heißt das, ich schmeiße die Änderungen weg. Sprich, das ist die Variante, um zumindest auf einzelnen Dateien Änderungen wieder rückgängig zu machen. Aber ich kann ein Git-Checkout auch verwenden, um im Endeffekt auf Zustände in älteren Versionen wieder zurückzugreifen. Also ich könnte auch sagen, Git-Checkout irgendwie Commit vor 3 Wochen, eine bestimmte Datei davon, dann habe ich eben den Zustand dieser Datei zu dem alten Zeitpunkt in meinem Working Directory und das ist quasi sowas wie ein selektiver Reword, kann ich mir vorstellen. Ich kann daraus eben dann später einen neuen Commit bauen und ähnliches. Und natürlich, und das ist so der Hauptansatzpunkt, wo ein Checkout verwendet wird, um irgendwelche Branches zu wechseln oder neue Branches zu erzeugen, aber wenn man sich überlegt, was dabei eigentlich passiert, gerade beim Branch-Wechsel, ich sage auch, ich übernehme jetzt einfach den Inhalt, der eben gerade in dem, der aktuelle Zustand in dem anderen Branch ist, übernehme ich in mein Arbeitsverzeichnis. Wenn man das mal so ein bisschen verinnerlicht hat, dann hoffe ich, dass die Unterscheidung zwischen diesen 3 Befehlen dadurch ein bisschen klarer geworden ist. Ja, Frage? Da oben. Die Frage war, ob sich ein Checkout rückgängig machen lässt. Im Endeffekt ja, indem ich ein Checkout zu dem mache, den ich vorher eben hatte. Ein Checkout verändert nichts in meinem Repository, außer den Inhalt von Head, sondern nur mein Arbeitsverzeichnis. Und solange ich eben durch den Checkout nicht irgendwelche lokalen Änderungen verliere, was Git erstmal nicht machen wird, kann ich das immer wieder rückgängig machen. Also die Frage war, ob man unterscheiden sollte zwischen Git-Checkout mit oder ohne Dateinamen. Ich sehe da erstmal keinen Unterschied, außer dass eben die zusätzliche Angabe von Dateinamen quasi den Umfang von meinem Checkout einschränkt. Ich glaube, also vielleicht täusche ich mich, aber ich dachte, wenn man Dateinamen angibt, wird Head nicht verstellt. Wenn ich bei einem Checkout Dateinamen angebe, dann wird Head nicht verstellt, das ist richtig, weil ich ja nicht zu einem komplett anderen Branch wechsle, sondern bloß einzelne Inhalte wieder übernehme. Also so gesehen, ein kleiner Unterschied ist da.
Aber zumindest für mich ist der jetzt nicht so relevant, dass ich die beiden Varianten wirklich unterscheiden würde. Aber mag Ansichtssache sein. Ja, bitte? Ja, dann gehen aber lokale Änderungen verloren, wenn man Checkout mitfragen macht. Also das ist ja der Sinn, da gibt es kein Undo. Genau, also wenn ich, okay, wenn ich das in Bezug auf ein Undo sehe, dann ist da tatsächlich ein Unterschied. Also die Aussage war, wenn ich ein Checkout mit Dateiname mache, kann ich damit lokale Änderungen verlieren. Zumindest in den Dateien, die ich explizit angegeben habe, was bei einem Git-Checkout von nur einem anderen Branch durch Git verhindert wird, durch eine Fehlermeldung erstmal. Gut, machen wir weiter. Wer kennt Tick? Das sind sehr wenige. Wer findet das cool? Ich glaube, es waren ungefähr die gleichen, von denen man lohnt sich vielleicht ein paar Worte darüber zu verlieren. Wer arbeitet immer mal wieder auf irgendwelchem Source-Code, vielleicht über SSH oder ähnliches? Okay, ihr alle werdet das ziemlich sicher sehr cool finden. An der Stelle wechsle ich hier mal zu einer kleinen Demo. Ich hoffe mal, ich reiße jetzt hier gerade nichts runter. Aber das ist bequemer, als hier vor dem Tischchen zu knien. So, ich habe hier einfach mal irgendein Repository, was jetzt da drin steckt, ist erstmal gerade egal. Kleines Projekt, an dem ich eben mitarbeite. Was Tick ist erstmal... Es ist ein in-Curses-basierter Repository-Browser. Also quasi das, was GitK als grafisches Programm ist, das Ganze auf in-Curses. Und damit kann ich es eben super schön auch über SSH oder anders verwenden. Immer dann eben, wenn ich kein X habe oder sonst irgendwie eingeschränkt bin oder bloß mal schnell da irgendwas nachgucken möchte, ohne gleich irgendwie ein grafisches Programm zu starten. Wenn ich Tick einfach ohne weitere Optionen aufrufe, liefert es mir im Endeffekt eine Ausgabe von Git Log von dem aktuellen Branch, also quasi genau die gleiche Ausgabe, was ein Git Log macht. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, einfach durch meine Commits durchzubrowsen. Wenn ich die Enter-Taste drücke und damit quasi einen Commit auswähle, bekomme ich als Standardansicht jetzt erstmal den dazugehörigen Div angezeigt. Ich kann beispielsweise auch, indem ich T für Tree drücke, den zu diesem alten Commit gehörenden Tree anzeigen lassen und kann jetzt hier wie quasi durch einen Dateibrowser den alten Stand meines Repositories angucken, inklusive hier so Sachen wie die Dateien mir auch tatsächlich anzeigen zu lassen. Letztendlich, Tick unterstützt nochmal jede Menge an Optionen. Der Großteil davon wird in der Regel einfach an GitLog durchgereicht und ich habe vorhin schon mal erwähnt, die GitLog Mainpage ist ungefähr so lang und bietet jede Menge Möglichkeiten. Sprich, all diese Möglichkeiten habe ich auch hier. Ich mache mal noch ein einfaches Beispiel mit der Option minus groß S. Die wird einfach an GitLog durchgereicht. Machen wir es mal so. Kann ich im Endeffekt irgendein Pattern angeben und dann werden mir jetzt nur Commits angezeigt, in denen eben irgendwelche Änderungen drin sind, die diesem Pattern entsprechen. Und dementsprechend, wenn ich irgendwie beispielsweise irgendeinen Bug suche, der mit irgendeinem bestimmten Schlagwort zu tun hat oder sonst irgendwas, komme ich an der Stelle vielleicht deutlich schneller hin. Ich könnte jetzt wahrscheinlich darüber auch noch irgendwie eine Stunde erzählen, aber ich denke mal, die grobe Idee ist rübergekommen, was man damit tun kann. All diejenigen, insbesondere die eben gerne mal über SSH arbeiten, lege ich eben sehr nahe ans Herz, sich das einfach mal anzugucken. Gut. Wer glaubt jetzt, dass er das Tool auch cool finden wird? Sehr schön. So, ja, git refpass, ein Kommando, was ich so an sich eigentlich eher weniger verwende. Ist ja trotzdem kurz mal, was es tut. Git refpass übergebe ich irgendeinen Identifier für eine Referenz, wie sie Git versteht. Also ist üblicherweise irgendwie sowas wie eine Referenz auf irgendein Commit. Oder es kann aber auch eine Referenz auf eine einzelne Datei sein. Was Git refpass macht, er nimmt eben diesen Bezeichner, der irgendwie eben was Menschenlesbares sein kann und passt es eben und gibt mir entsprechend dazugehörigen Objekt-ID zurück. In vielen Fällen dann eben zum Beispiel eine Commit-ID, es kann aber auch eine Blob- oder eine Tree-ID sein. Das Tool an sich wird man eigentlich nur verwenden, wenn man irgendwelche Skripte schreibt, die vielleicht Git irgendwie erweitern oder sowas. Was aber mit dem Befehl noch einherkommt, ist eine Manpage und die dokumentiert mir all diese Möglichkeiten, wie ich irgendwas in Git angeben kann. Ich habe hier mal ein paar Beispiele aufgeschrieben,
die so ein bisschen das Ausmaß der Möglichkeiten zeigt, was ich hier habe. Auch diese Manpage ist ungefähr 3 Kilometer lang. Auch diese Manpage empfehle ich als absolute Pflichtlektüre für jeden, der irgendwie ernsthafter mit Git arbeiten möchte. Erstes Beispiel, was ich hier habe, master at, mit den geschweiften Klammern yesterday, bezieht sich auf den Commit, der dem Zustand des Masters in meinem lokalen Repository gestern entsprochen hat. Und der Default, wenn ich keine Uhrzeit angebe, ist wahrscheinlich sowas wie Mittag. Aber ich kann auch zum Beispiel sagen, sowas wie yesterday at tea time. Und dann wird eben der entsprechend passendste Commit gestern um 17 Uhr, glaube ich zumindest, sind irgendwelche Engländer anwesend. Ich glaube, 17 Uhr ist Tea Time angezeigt. Ich habe jetzt immer schon betont, dass es sich auf den Zustand des Masters in meinem lokalen Repository bezieht. Das kommt daher, dass diese Zeitangabe hier auf den sogenannten Reflog, den wir, glaube ich, auf der nächsten Folie sehen, und ich wollte das schon immer mal wechseln, die beiden Folien, die Informationen eben aus diesem Reflog rauszieht, von dem her wird es vielleicht mit der nächsten Folie dann auch ein bisschen verständlicher noch. Die nächste Zeile ist was insbesondere vielleicht bei einem Checkout von irgendwie einzelnen Dateien oder bei dem Anzeigen von einzelnen Dateien in älteren Commits möglich ist. Ich habe die Möglichkeit, jeden beliebigen Identifier für einen Commit zu kombinieren mit einem Doppelpunkt und einem Pfadnamen einer Datei innerhalb von diesem Commit. Das Beispiel, was ich jetzt hier habe, master:README, gibt mir eben die Objekt-ID von dem Blob-Objekt der Datei README aus dem Branch Master an. Nachdem wir jetzt hier gerade schon so einen klein wenig Ausblick darauf hatten, wie man dann auch Commits angeben kann, über welche verschiedenen Möglichkeiten, zeigt das eben auch so ein bisschen die Mächtigkeit, wie ich hier auf die Inhalte einzelner Dateien zugreifen kann. Das nächste, master dach, geschweifte Klammer auf, slash und irgendwas, geschweifte Klammer zu, bezieht sich auf den letzten Commit, wo ich muss lügen, ich glaube in der Commit-Meldung, dass Pattern Bug Hash 4711 auftritt. Das ist also eine Möglichkeit im Endeffekt, das was wir gerade mit dem Git log minus groß S, beziehungsweise tick minus groß S gesehen haben, im Endeffekt auch direkt in den Bezeichner von irgendeinem Commit oder sonst irgendwas zu verwenden. Ja, einfach mal ein Ausblick, welche abgefahrenen Möglichkeiten es da gibt. Wie gesagt, schaut euch die Manpage mal an. Ein anderes Beispiel, was man vermutlich deutlich häufiger sieht, was aber auch letztendlich darin dokumentiert ist, sind so Sachen wie Commit, Dach oder Dach, 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 was einfach sagt, die Anzahl der Dächer, die ich hinter dem Commit-Namen angegeben habe, Vorgänger-Commits. Also Master, Dach ohne irgendwas ist der letzte Vorgänger von dem Master, also das, wo quasi mein aktueller Master daraus vorgegangen ist. Das kann ich jetzt häufiger wiederholen, dann wird es irgendwann unübersichtlich und das kann ich dann abkürzen durch Master tilde 10 zum Beispiel. Den gibt mir den 10. Vorgänger-Commit von meinem Master an. Das kann ich jetzt auch kombinieren. Ich kann sagen, irgendwie sowas wie master tilde 10 Dach 3. Weiß jemand, was das tut? Das ist noch ein bisschen ein neues Feature, also nicht nur eine Kombination aus den beiden, was ich gesagt habe. Genau, die Aussage war, der dritte Parent von dem Commit 10 zuvor. Macht natürlich nur dann Sinn, wenn der 10. Vorgänger-Commit ein Octopus-Merge war, sprich ein Merge aus mehr als 2 Branches, und dann heißt es eben, dass ich aus diesem Merge nicht quasi den ersten als Parent angegebenen Vorgänger nehmen möchte, sondern eben den dritten. Sprich, wenn ich mich auf Master befinde und dieser Master tilde 10 war ein Merge, der durch Git Merge Branch A, Branch B durchgeführt wurde, dann ist eben der aktuelle Commit von Master der erste Parent, der aktuelle Commit zu dem Zeitpunkt von Branch A der zweite Parent und der aktuelle Commit aus Branch B zu dem Zeitpunkt der dritte Parent. Und so kann ich mich da dann auch natürlich beliebig komplex weiter zurückhangeln, indem ich das Ganze nochmal kombiniere. Also ich kann auch so etwas sagen wie tilde irgendwas, Dach irgendwas, tilde und so weiter. Also ich kann das immer wieder aneinander anhängen und mich dadurch beliebig durch meine Historie durchsortieren. So, wer ist nicht der Meinung, dass das hier abgefahren ist? Sehr schön, ihr seid mir sympathisch. Wie gesagt, schaut euch die Manpage mal an. Gut, Git Reflog, wer kennt das noch nicht? Wunderbar.
ist letztendlich, man kann sagen, eine Versionierung meiner Versionierung, wenn man es irgendwie ein bisschen übertreiben möchte. Letztendlich zu jedem Branch und Head, der in meinem Repository existiert, wird aufgezeichnet, wie sich dieser Branch bzw. Head verändert hat. Für die einzelnen Branches ist es in der Regel nicht so interessant, weil die sich hier genau so fortentwickeln, wie es in dem Branch selber aufgezeichnet ist. Aber für Head ist das natürlich sehr interessant. Wenn ich einen Git-Checkout von irgendeinem anderen Branch mache, dann wird eben in diesem Reflog aufgezeichnet, aktuell befinde ich mich an der Stelle so und so und durch dieses Checkout bin ich an die andere Stelle gekommen. Wir können uns das hier gerade mal anschauen. Nachdem ich das Repository vorhin erst geklont habe, macht es natürlich nicht so viel Sinn, weil sich da an meinem Head noch nicht viel geändert hat. Aber schauen wir doch mal in meine aktuelle Arbeitsverzeichnis rein. Wenn ich nur Git Reflog aufrufe, ohne irgendwelche Parameter, dann liefert es mir eben den Log für Head, was im Allgemeinen das Interessanteste ist. Wir sehen hier Head at 0. Wir sehen eine Syntax, die wir vorhin schon mal ähnlich gesehen haben. Sprich, mein Head zum aktuellen Zeitpunkt ist entstanden, indem ich einen Commit durchgeführt habe und die erste Zeile der Commit-Meldung war eben, was hier steht. Ja, die beiden Vorgänger-Commits oder die Vorgängerzustände von Head sind auch durch irgendwelche Commits entstanden, aber davor habe ich einen Checkout gemacht. Und wir sehen hier schon, damit kann ich im Endeffekt das, was ich in meinem Repository gemacht habe, später nochmal zurückverfolgen. Und das ist insbesondere dann interessant, wenn ihr das, was ich gerade erklärt habe, oder vielleicht insbesondere was auf den kommenden Folien dann noch kommen mag, daheim ein bisschen ausprobiert, euch damit euer Repository gnadenlos zerschießt, na, dann schaut euch einfach den Reflog an, schaut, an welcher Stelle ihr angefangen habt. Kann im Endeffekt an der Stelle mir auch noch zu den einzelnen Zuständen Head at irgendwas einen Timestamp ausgeben lassen und dann kann ich ein Git Reset minus minus hard auf diesen alten Zustand machen und alles, was ich zwischendrin rumgespielt habe, ist wieder weg. Ja, was wir hier eben sehen, dieses Add, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu, ist eben genau diese Referenz auf dieses Reflog und neben den Nummern, wie sie hier stehen, haben wir auch gerade auf der Vorgängerfolie schon gesehen, dass ich hier auch irgendeinen Zeitpunkt angeben kann, den ich da drin dann verwende. Zu den Nummern ist natürlich zu sagen, jedes Mal, wenn ich irgendwas an Head verändere, sprich ein neuer Reflog-Eintrag erzeugt wird, dann werden quasi alle Nummern unten drunter um 1 erhöht. Also immer die aktuellste Änderung ist immer 0 und das, was zuvor passiert ist, eben mit aufsteigenden Nummern. So, jetzt war da eine Frage. Das ist die Möglichkeit, in die Detached Commits wiederzufinden? Genau, das ist quasi auch die Möglichkeit, wenn ich irgendwelche Detached Commits gemacht habe, das muss natürlich als Commit irgendwann in die Objektdatenbank übertragen worden sein, dann kann ich auch, wenn ich später irgendwie einen Checkout auf irgendeinem Branch gemacht habe und quasi die Referenz auf das, was ich vorher hatte, verloren habe, kann ich das auch über diesen Reflog wieder finden. Da war noch eine andere Frage. Reflog dazu, dass es mir die vollständigen Commit-IDs anzeigen statt den gekürzten. Da gibt es bestimmt irgendwelche Optionen, müsste ich jetzt auch in der Manpage nachschauen. Weil die könnten schon mal nicht ganz eindeutig sein. Das ist egal, weil das Head, Add, geschweifte Klammer auf, Nummer ist zu dem Zeitpunkt, wenn du keine andere Änderung machst, eindeutig. Ja, aber ich habe meine Repository zerschossen, dann speichere ich mir meinen Reflog in der Datei und versuche wieder zurückzukommen. Und irgendwann hole ich das Reflog und alles ist weg. Und ja, das wäre doch ganz... Also ich kann das über die Optionen, wie man es bei Git Log auch hat. Da gibt es ein No-Abref-Commit und damit kann ich mir quasi auch die vollständigen IDs ausgeben lassen oder potenziell das auch auf 10 Zeichen und sonst irgendwas begrenzen. Gut, ist klar geworden, was ein Reflog ist? Gut, dann wollen wir uns noch ein paar Dinge anschauen, kommen dann gleich, die potenziell auch was kaputt machen. Das ist noch eine Frage? Ja. Die Frage war, ob ein Git Reset minus minus hard mir auch einen neuen Eintrag im Reflog erzeugt oder den Reflog kaputt macht. Ein Reset minus minus hard ist eine Änderung am Head, die wird einfach mitprotokolliert wie jede andere Änderung auch. Sprich, mein Reflog bleibt dadurch erhalten. Sprich, ich habe auch, wenn ich durch einen Reset minus minus hard irgendwas kaputt gemacht habe, auch wieder über den Reflog die Möglichkeit, das zu finden, was ich vorher hatte. Ja? Working Copy ändere mein Head nicht. Das wird nirgendwo protokolliert, weil ich einfach die Working Copy so wie sie es wegschmeiße.
wegschmeiße und auch meine Informationen. Ja, richtig. Also die Anmerkung war, häufig wird ein Reset minus minus hard ohne weiteres Argument aufgerufen, sprich ich schmeiße alles in meinem Index und in meiner Arbeitsverzeichnis, was noch nicht committed war, weg. Da hilft mir das Reflog natürlich auch nicht mehr weiter. Also das Reflog, alles was Git noch nicht gekannt hat und das heißt alles, was noch kein Commit-Objekt war, das kann Git mir natürlich auch nicht wiederherstellen. Ja? Aber wenn zum Beispiel die Datei als Blob ja schon in der Objektdatenbank war, komme ich an die irgendwie noch wieder ran? Also die Frage war, ob die Datei zum Beispiel über den Index schon in der Objektdatenbank war, nachdem noch kein Commit-Objekt drauf gezeigt hat und nur Commits durch Head im Reflog protokolliert werden, hilft mir das an der Stelle auch nicht weiter. Was ich hier natürlich noch habe, ist die Möglichkeit mit Git FSCK, also File System Check, mir sogenannte lose Objekte anzeigen zu lassen, also irgendwelche Objekte in der Objektbank, die nicht durch irgendwas referenziert werden, und das können auch irgendwelche Blobs oder Trees sein, die kann ich mir darüber eben wieder finden und dann muss ich halt notfalls durch die Liste der Objekte, die da aufgezeichnet werden, dann durchgucken, wenn ich da was wirklich Wichtiges verloren habe, dann könnte sich das rentieren. Ja, bitte? Das Problem hatte ich auch schon mal. Kann ich irgendwie über alle Objekte in Grep laufen lassen? Ich habe mir da was gebaut, was jedes Objekt auspackt und mir dann das zusammenbaut, sodass ich auch aus losen Objekten rauskriege, ach, das ist die Datei, die ich jetzt gerade nicht committed habe, aber die ich trotzdem noch brauche. Also Frage war, ob ich über alle Objekte, die irgendwie existieren, ein Grep durchführen kann. Es gibt ein Git Grep, das bezieht sich aber auch nur auf das, was natürlich aus meinem aktuellen Branch aus referenziert wird. Wenn ich das wirklich über alle Objekte in meiner Datenbank machen möchte, auch lose Objekte, dann brauche ich da wahrscheinlich irgendeinen Wrapper außenrum. Da gibt es sicherlich irgendwelche Low-Level-Befehle, die mir irgendwie alle Objekte aufzählen, die wir haben. Weiß ich jetzt aus dem Kopf raus, aber auch nicht. Gut, wir haben noch 0 Minuten. 5 Minuten, super. Würde ich sagen, mache ich jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf noch die nächsten paar Folien, dass ihr mal noch so ein bisschen eine Idee habt, was da noch möglich ist. Und ansonsten, wer dann noch Details interessieren, können wir einerseits jetzt direkt im Anschluss an den Vortrag vielleicht außen noch ein bisschen was diskutieren. Oder ansonsten kommt auch einfach gerne heute Abend oder morgen auf mich zu. Dann können wir das auch bei einem Bierchen oder Ähnlichem noch diskutieren. Ein Git Log mit der Option -p gibt mir zusätzlich zu meinem Log auch noch einen Diff von dem zugehörigen Commit aus. Das Ganze, wie es bei Git als Default üblich ist, als sogenannter Unified Diff. Das heißt, ich habe immer so ein bisschen Kontext außenrum stehen und am Anfang von jedem Hank, schauen wir uns das einfach mal ein Beispiel an, dann ist es nicht ganz so abstrakt. Ein blödes Beispiel. Da hat sich zu wenig geändert. Hier. Was wir hier sehen, es hat sich in der Datei source postgresql.c was geändert und dieser erste Hank hat hier in der Beschreibung, an welcher Stelle in der Datei das ist, auch noch diese Informationen stehen. Was steht an der Stelle? Das ist quasi die Signatur der Funktion, die direkt vor dieser Änderung existiert. Also quasi aus Funktionssicht der Kontext von dieser Änderung. Geht natürlich nur in solchen Programmiersprachen, wo Git sowas rausfinden kann, was so die üblichen Programmiersprachen sein sollten. Aber es kann jetzt hierfür ein Problem auftreten. Wenn ich direkt am Anfang meiner Funktion was geändert habe und ich habe 3 Zeilen Kontext außenrum, dann wird natürlich als Kontext in diesem Hank, der sich ja auf den Kontext vor dieser Änderung bezieht, wird der Name der Funktion, die vor meiner Funktion steht, die eigentlich geändert wurde, angezeigt. Wie kann ich das ändern? Ich gebe einfach als zusätzliche Option ein minus groß U0 an und sage, dass ich als Kontext für mein Unified Diff 0 Zeilen angezeigt bekommen möchte. Und damit bezieht sich die Funktion, die vor meiner Änderung war, natürlich immer auf die aktuelle Funktion. Frage dazu? Das geht ja wie ein Bug, oder? Kann man das nicht fixen? Nö, das ist kein Bug, sondern das ist quasi gewollt so. Ich möchte den Kontext, in dem sich diese Änderungen samt Kontext befinden, angezeigt bekommen. Das bezieht sich nicht auf den tatsächlichen Änderung. Das ist genau das Gleiche, was Diff an der Stelle auch macht. Oder ein Patch. Also man mag sehen, wie es möchte, aber das ist quasi das Standardverhalten von allen Tools. Und man kann es eben in dem umgehen. Und das ist an so einer Stelle auch mir wieder das Liebste, bevor man jetzt irgendeine Magie in das Programm einbaut, die wahrscheinlich
in der Hälfte der Fälle dann sowieso fehlschlägt, dann gebe ich einfach explizit an, dass ich die Kontextsuche eben auf 0 Zeilen außenrum beschränken möchte und dann passiert eben das, was ich haben möchte. Gut. Wem sagt der Begriff binäre Suche was? Das ist gut. Für den Rest erkläre ich es mal ganz schnell. Wir haben 10 Commits, die wir durchsuchen möchten. Könnte ich jetzt machen, indem ich mir jeden Commit einzelne Reihe nach anschaue. Wenn ich aber weiß, dass meine Commits nach einem bestimmten Kriterium sortiert sind, und das könnte zum Beispiel sein, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt existiert ein Bug nicht und ab einem bestimmten Zeitpunkt, und diesen Zeitpunkt möchte ich suchen, existiert ein Bug. Sprich, in der aktuellen Version ist irgendwas faul, ich weiß, dass es in der vorhergehenden Version noch nicht faul war. Und jetzt möchte ich wissen, durch welchen Commit dieses Problem eingeführt wurde. Sprich, ich suche diesen Punkt, wo es von gut auf schlecht gewechselt hat. Nachdem ich weiß, dass das quasi sortiert ist, oder zumindest gehe ich mal davon aus, dass es nicht mal irgendwann eingeführt, zufällig wieder raus und dann doch wieder eingeführt wurde, kann ich dann eine binäre Suche machen, die funktioniert. Ich pick mir den Commit in der Mitte raus. Schau mir an, besteht da das Problem? Wenn ja, weiß ich, das musste zuvor eingeführt worden sein. Alles, was dahinter kam, ist irrelevant. Wenn da dieser Bug noch nicht bestand, weiß ich, okay, zu diesem Zeitpunkt wurde der Bug noch nicht eingeführt. Das heißt, ich muss mir bloß die zweite Hälfte anschauen. So, und das mache ich jetzt iterativ immer weiter. Das heißt, die Anzahl der Commits, die ich durchsuchen muss, wird in jedem Schritt nicht um 1 kleiner, sondern wird halbiert. Sprich, bei 10 Commits ist das noch relativ egal, aber bei 1000 Commits, wenn ich die sequenziell durchsuchen möchte, muss ich mir 1000 Commits angucken. Wenn ich das mit so einer binären Suche mache, sprich, ich halbiere den Suchraum jedes Mal, sind es bloß noch 10 Schritte, die ich brauche. Binärer Logarithmus von 1000, also 9, irgendwas an der Stelle. Das ist das, was ein Git bisect, wie auch immer das genau ausgesprochen wird, im Endeffekt automatisiert. Das heißt, ich gebe ihm einen Startzeitpunkt, wo es gut war, und ich gebe ihm einen Endzeitpunkt, wo es schlecht war, und dann macht er einfach einen Checkout von dem entsprechenden Commit in der Mitte und hilft mir dann eben an der Stelle weiter, muss ich testen, sagen, ob das gut oder schlecht war, und dementsprechend wird dann der Suchraum weiter eingeschränkt. Dieses Testen und sowas, wenn automatisierbar ist, kann ich sogar ein Skript angeben, was dann eben als Status irgendwie ein -1, 0 oder sonst irgendwas ausgeben muss für gut oder schlecht. Details weiß ich auch nicht, stehen in der Manpage. Dann kann ich das sogar, wenn eben technisch möglich, vollständig automatisieren. Gucken wir mal schnell. Ist auch noch, ich schaue mal. Also die Zeit ist, glaube ich, aus. Genau, von dem her schaue ich jetzt, ob noch eine wirklich interessante Sache da ist. Skip add-p finde ich persönlich sehr interessant und verwende ich schon fast nahezu täglich. Das ist eine der Möglichkeiten, wie ich im Endeffekt die Sachen, die in den Index übernommen werden, sehr feingranular angeben kann. Standardverhalten von einem git add-p ist, er gibt mir die einzelnen Hunks der Reihe nach auf und ich kann angeben, ja, ich möchte diese Änderung übernehmen oder nicht. Wenn ich noch feingranularer werden möchte, habe ich die Möglichkeit, jeden einzelnen Hunk nochmal im Editor anzupassen. Und ich meine, ich muss ein bisschen wissen, wie Diff und Patch funktioniert, aber ich kann dann quasi diesen Patch anpassen und dann wird nur eben das, was nach dieser Änderung als Patch übrig ist, in den Index übernommen. Damit habe ich eben die Möglichkeit, wirklich bis auf einzelne Zeichen runter Änderungen in den Index zu nehmen oder nicht. Warum ist das sinnvoll? Es gibt nichts Schrecklicheres, wie zwei Änderungen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, einen Commit aufzunehmen. Beispiel: Mir wurde irgendein Bug reported, ich suche irgendwie mich durch den Code durch, habe das Problem gefunden, kann es auch beheben, aber in dem Moment auf dem Weg dahin sind mir irgendwie in dem Code, den ich mir angeguckt habe, noch zwei andere Sachen aufgefallen. Zum Beispiel so wichtige Sachen wie, da war irgendein Whitespace nicht richtig eingerückt, den ich aber gleich mal mit gefixt habe. Oder ähnliche Sachen. Das möchte ich nicht in einem Commit haben, weil dann gehen mir die Informationen verloren, dass da zwei Änderungen da waren. Und damit habe ich eben die Möglichkeit, selbst wenn das in der gleichen Datei und irgendwo in der gleichen Gegend innerhalb dieser Datei ist, die Änderungen einzelne Reihe nach in den Index zu übernehmen und quasi so im Nachhinein aus den Änderungen wieder zwei Commits zu machen. So, aber ich kann sagen, wenn ich nicht aufhöre zu reden. Von dem her, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch für die vielen Rückfragen, die mir gezeigt haben, dass das Ganze interessant war. Die hatten den negativen Nebeneffekt, dass ich leider zu relativ wenig gekommen bin, aber ich hoffe, das ist nicht schlimm. Die Folien werden online gestellt.
Ihr könnt das Ganze mal so als Referenz von potenziell interessanten Dingen auch einfach daheim mal durchgucken. Die Manpages von Git sind mittlerweile, finde ich, in den meisten sehr, sehr brauchbar geworden. Von dem her kann man sich viel auch relativ schnell selber aneignen. Ja, und wie gesagt, gerne auch einfach jetzt heute Abend oder direkt im Anschluss noch auf mich zukommen. Dann können wir vielleicht manche Spezialfälle auch einfach nochmal diskutieren. Auf der FrostCon. Bis dann.